Valamagolis, Ladies and Gentlemen, wir spielen mit der Ikarus und heute, wie ich es bereits angekündigt habe, gehen wir in ein Schürfgebiet. Okay, das ist jetzt anscheinend das unser erstes Schürfgebiet. Und hier steht auch, wie lange? Jetzt weiß ich es endlich. Hier steht die Dauer, wir haben 6 Real-Life-Tage, das ist eine Echtzeit, wie ihr seht. Das heißt, wir haben ungefähr eine Woche Zeit jetzt noch, wenn ich das so sehe, um dieses Spiel zu beenden und erfolgreich vom Planeten zu entkommen. Das ist ganz cool und die Bedingung dafür ist, Schürfer müssen kein bestimmtes Ziel erfüllen. Das Überleben in der Region gilt als Vertragsabschluss. Ja, ergibt für mich Sinn. Eine Firma würde dich immer dafür bezahlen, dass du einfach nur rumstehst. Gut, das ist Schwierigkeitsgrad easy, weil das ist quasi das erste, sozusagen die Tutorial-Zone. Aber ab hier gibt es wenigstens Prädatoren. Ich wollte gerne Prädatoren, damit es ein bisschen spannender wird und eventuell auch lustiger. Ich hoffe, ihr habt also Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich nach dem Intro wieder. Und ich hoffe auch, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, okay? Und das hier ist unser Männchen. Ist das nicht süß? Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Wer da Sound hat. Also, ich auf jeden Fall. Du auch. Oh, sind wir da? Ich finde das Intro dort immer so unendlich lange. Überhaupt nicht irgendwie von Dingens abgeguckt. Von Satisfactory, oder? Also so gar nicht. Okay. Darf ich hier drin bleiben? Can we leave? Nope. Nope. Hört ihr das? Looks like paradise, but don't be fooled. The air is poison, wildlife's out to kill you, and the weather's like nothing you've ever seen. You'll need to make yourself some shelter soon enough, but you know what you're doing, right? That's why you came all the way out here and dropped with nothing, because you could. Well, UDA wants you to show you understand the basics before they send you anywhere really dangerous. So get acquainted. Wieso habe ich die schon freigeschaltet? Das ist ja cool. Ach, das ist ja krass, weil das ist ja Survivalina. Stimmt, die ist ja Level 2 schon. Wir starten ja quasi nicht bei 0. Und die hat auch schon Dinge im Inventar gehabt? Nein, okay. War ich mir jetzt nicht sicher. Ah, das ist ja geil. Das heißt, wir können quasi die XP machen. Und dann hier hinkommen. Oh, das ist cool. Jetzt fangen wir nicht komplett von Null an. Hat sie denn noch Dinge im Anzug? Nein. Also wir hauen da auf jeden Fall jetzt Oxid rein. Mann, es heißt nicht Oxylite. Ich bin da echt Oxygen not included. Gebeutelt? Nein. Entschuldigung, ich konzentriere mich gerade voll auf diesen Wolf. Irgendwo habe ich sie nicht heulen hören eben. Da es hier lauter wird, wenn ich hier hinkomme, ist mein Gedankengang, von dort wegzugehen. Wo stehen wir? Hier. Schön. Mitten in der Schwärze. Alles klar. Wo haben wir denn viel Oxid, dass wir uns, wenn wir uns irgendwo niederlassen, es nicht so weit bis zum Oxid haben? Ich glaube auf der Insel. Also ist gar keine, ist so ein Landzungen, okay? Habt ihr in letzter Zeit nicht auch das Gefühl, durch diese ganzen Pseudo-Lockdowns und Sozialkontakteinschränkungen und all sowas und dadurch, dass Menschen viel Homeoffice machen, wir alle ein bisschen weniger Zeit haben, lustigerweise. Also weniger Zeit bei Corona ist eigentlich schon echt interessant zu sehen. Weil wir müssen ja eigentlich mehr Zeit haben. Aber gut, ist euch mal aufgefallen, dass unsere Sprache ein wenig verkommt, dass wir Wörter vergessen oder teilweise einfach ganze Abende nur so denken, oh, Alter, ich brauche jetzt eine Flasche Wein. Die Leute werden immer aggressiver, es gibt viel mehr Gewalt. Also in meiner Jugend gab es halt echt nicht so viel Gewalt wie jetzt. Und ich finde das richtig heftig, was es im Moment gibt. Es werden, und das haltet euch fest, ohne Scheiß jetzt, ihr dürft das auch gerne mal kommentieren, bei uns wurde, also nicht bei uns, sondern da, wo ich früher gewohnt habe. Das ist alles noch so komisch mit der Formulierung. Na egal, auf jeden Fall, da wurde eine Schaffnerin von, und jetzt haltet euch fest, ganz, ganz, ganz harten Jungs, also das sind richtige Helden gewesen,
sieben Kerle, ja, Kerle kann man die nicht nennen, sieben Müllhaufen. Und zwar waren das, ich glaube, im Alter zwischen 15 und 19. Also so die richtig, richtig harten, durchdachten Menschen, die es wert sind, von Corona verschont zu bleiben. Die haben zu siebt die junge Schaffnerin, oder ob sie jung war, weiß ich nicht, aber die Schaffnerin angegriffen und zusammengeschlagen. Attackiert, zusammengeschlagen und ich weiß nicht, krankenhausreif oder keine Ahnung. Letzten Endes ist es aber auch nicht wichtig, ob sie im Krankenhaus war oder einfach nur zusammengeschlagen wurde. Es ist eine Tat, die ich so niemals tolerieren würde. Und die können so froh sein, dass ich nicht im Zug war. Denn ich bin nicht gerade für meine Zurückhaltung bekannt, was das angeht. Und Zivilcourage habe ich en masse. Und genügend auf den Armen auch. Nun, lass mir das, aber solche Aktionen, das geht halt echt gar nicht. Vor allem nicht, weil... Was kann denn die Schaffnerin dafür, wenn ihr zu dumm seid, euch eine verdammte Zugkarte zu holen, weil ihr einfach nichts im Leben geleistet habt und nicht mal das Geld für eine verdammte Zugkarte habt? Mein ehemaliger Nachbar ist Hartz-IV-Empfänger gewesen und der hat das Geld, weil er kriegt die Zugkarte und die Fahrkarten umsonst. Der brauchte niemanden zusammenschlagen, weil sie ihren Job machen. Aber gut, lassen wir das. Ich find's abartig und ich bin weder ein Freund davon, noch unterstütze ich sowas in irgendeiner Weise. Oder finde das irgendwie weniger als lobenswert. Das ist echt... Ne. Lass uns mal überlegen. Wir brauchen hiervon 10. Warte, ich habe jetzt 7, 8, 9, 10. Genau. Wir brauchen aber 12. Entschuldigung, ich hab ganz falsch gedacht. So, hier brauchen wir 10. Herstellen. Hiervon brauchen wir eine. Hiervon brauchen wir auch eins. Werkzeug haben wir jetzt. Waffe immer auf 3, Stein auf... So, jetzt passt's. Lass uns mal ein bisschen vorrätig Oxid abbauen. Ach, da oben steht die Zeit auch noch. Geil, okay. Missionszeit. Was ist denn überhaupt unsere Mission? Icarus ist ein strenger Ort, der ein Haus baut, einen Schlafsack, bla bla. Bauen Wetterbedingungen zu überleben. Ist da vorne ein Wolf? Nein. Also es sind nur Rehe, die werden auch nicht gejagt, oder? Glaube ich. Hoffe ich. Also ich habe vor, hier zu bauen. Deswegen, ich fände das nicht gut, wenn hier jetzt ein Wolf rüberkommt. Wahrscheinlich ist da vorne ein ganzes Rudel und ich weiß es halt einfach nicht. Was ist denn noch? Hunt, Gather und Craft? Ja, hunten können wir ja gleich mal. Ich mag ja Hunt Showdown, deswegen hunten können wir. Was haben wir denn noch? All your actions grant experience. Level up for access to new skills and blueprints. Alrighty, righty, righty. Ey, können wir nicht einfach auf den Stein einhauen, so als Ganzes, und dann kriegen wir dann halt Stein oder so? Muss das immer so eine Mikroaktion sein hier, dass wir Pixeldinger schlagen können? Moment, ist das der Schaden, den unser Werkzeug kriegt? Achso, ja, es ist der Schaden des Steins. Okay, schon gut. Ich dachte, vielleicht ist es so, dass wir jetzt einfach unser Werkzeug... damit mehr Schaden oder, ach, keine Ahnung, dass wir Terraforming betreiben können, irgendwie sowas. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Also lass uns mal fix hier auf 4, 5, 6, 7. Ja. Okay. Dann lass uns doch hier mal direkt bauen. So hätte ich gesagt. Kommt da Stützen drunter oder... Fliegt das? Es fliegt. Natürlich fliegt es. Wer kennt sie nicht, die berühmten fliegenden Thatchböden von Icarus? Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Das ist gelb, seht ihr das? Also ich schätze mal, dass der nächste... 4. Ja, jetzt wird er nämlich orange. Genau, irgendwann wird es zusammenbrechen. Deswegen lass uns mal, einfach nur damit es auch ein bisschen XP gibt, lass uns mal 4 von denen hierbei basteln. Na? Das wäre jetzt die 8. So, und jetzt gucken wir doch mal. Guck mal, das sieht doch professionell aus. Hallo, Gemse. Sehr süß. Ich hoffe, das ist kein Warnzeichen, dass wir jetzt gleich auf den Wolf treffen. Ich finde das auch cool, dass wir was aufnehmen können, ohne dass wir vorher irgendwie unser Baumaterial ablegen müssen. Das ist sehr cool. Also dieses Spiel hat sehr, 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 sehr viel, wofür ich persönlich die Empfehlung geben möchte, dass man es sich zulegt. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass es mit dieser Entscheidung vielleicht noch etwas zu warten gilt. Denn ich finde, das Spiel ist einfach alles andere als ausgereift. Und ich
denke auch nicht, dass der Entwickler jetzt schon geplant hat, oder das Entwicklerteam, hier Schluss zu machen mit der Entwicklung. Also wartet noch ein bisschen ab. Wisst ihr was? Da machen wir ein Fenster. Dann können wir nämlich sehen, wer vor der Tür steht quasi. So, jetzt haben wir in jede Richtung haben wir ein bisschen Sicht. Perfekt. Und jetzt haben wir schon ein neues Level? Nein, aber wir hätten gleich ein neues Level. Wollen wir noch kurz warten mit dem Dach? Obwohl, nein, wir haben es jetzt eh schon gebaut. Können es ja wieder abreißen. Wir bauen jetzt mal direkt die Tür ein. So, jetzt sind wir zumindest vor Wölfen. Ich glaube erstmal sicher. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Warte mal, wie rotieren wir auf R? Ich will das alles gleich rum haben. Oder auch nicht? Oder auch doch? Fragezeichen. Hallo? Danke. Danke. Und danke. Schön. Also, das ist doch schon mal... Was ist das? Es hat uns gesehen von dahin. Ist das ein Wolf gewesen oder was? Ah, lass uns da mal nicht drüber nachdenken. Das endet nur böse. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das aussieht mit Feuer. Also ich denke nicht, dass es Physik gibt in diesem Spiel. Also nicht so harte Physik, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich denke, wir sollten es vielleicht nicht herausfordern. Lass uns... Wir haben nicht so viel Hunger. Lass uns den Stapel mal teilen und die Hälfte konsumieren. Und hiervon ein einziges, damit sich die Haltbarkeit wieder auffüllt. Was ist das? Grüner Tee. Okay. Und Oxylite. Ah, Mann, ey. Weißt du was? Ich sag jetzt Oxylite. Es bleibt dabei. Es ist Oxylite. Es sei denn, ich entscheide mich gleich um. Okay, okay, okay. Das sieht echt gut aus bis jetzt. Lass uns das mal... Moment, wir können nichts füllen, oder? Okay, 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 okay. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen... Sachen. Lass uns erstmal eben... Nee, lass uns die Bude mal auflassen. Dass wir notfalls schnell reinrennen können. Lass uns mal trinken. So. Schritt 1. Wir sollen doch hunten, ne? Ha. So. Okay. Wow. Alles klar. Also wir brauchen echt mehr Ausdauer. Das ist in jedem Spiel so mein Problem. Kann das sein? Okay. Lass uns das Oxid mal hier reinpacken. Okay. Entschuldigung. Ohrfisch. Ah, pass auf. Bei dem weiß ich. Wo ist unsere Tür jetzt eigentlich hin? Aha, innen drin. Okay. Okay. Geht die nicht nach außen auf? Jetzt geht sie nach außen. Ja gut, mach was du willst. Mach einfach, was du willst. Knochen? Nein, aber den Fisch. Ich weiß, dass man den Fisch kochen kann. Und... Haben wir gar kein Holz mehr? Man kann bestimmt Stücke auch nehmen, oder? Okay, also lass uns den Fisch mal braten, dann haben wir was zu essen. Und wie kochen wir Wasser ab? Wir können Eis schmelzen. Ja, oder halt so eine Thermoskanne haben, aber die haben wir ja noch nicht. Ich wüsste gerne, was das ist. Also kommt das da einfach raus oder müssen wir da eine Schale für haben oder so? Deaktivieren. Konsumier mal eine und ich konsumiere mal den hier. Ich nehme den ganzen Stack. Weg. So, das hätten wir also geschafft. Also das zählt nicht als Hunt, Gather und Craft. Okay. Wir brauchen eben ein paar Fasern auf lange Sicht. Deswegen lass uns mal einen Baum füllen und dabei so ein bisschen Fasern sammeln. Au, 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 au. Are you serious? Anscheinend. Das zählt auch nicht als Hunt, Gather und Craft. Also wir haben eine Bude gebaut, das zählt nicht als Gathering und Crafting. Okay. Einverstanden. Okay. Level up. Nice.
Okay, okay, okay. Wir müssen die Folge jetzt ein bisschen kürzer halten als geplant, weil ich noch Besuche erwarte und das überschneidet sich leider. Es tut mir leid. Lass uns mal eben anhören, wie, was er sagt. Na, nix mehr? Gut. Hab jetzt auch nicht wirklich viel Neues noch erwartet. Moment. Ist das immer dasselbe Schiffgebiet? Immer in einem Solo-Test, ob das Spiel überhaupt auf meinem Kanal bleiben darf, habe ich hier gegen einen Wolf gekämpft. Das heißt, ich weiß, dass hier irgendwo ein Wolf ist. Ja, alles klar. Es ist anscheinend immer dasselbe Gebiet. Oh, Moment. Wir sollten nicht so viel Müll aufnehmen. Wie sie einfach mal sich nicht dreht. Na gut. Also, wir haben Schilfblume. Eine Wildblume, die medizinische Eigenschaften nachgesagt werden. Können wir die essen? Nein. Okay. Können wir das hier direkt essen? Nein. Können wir das hier essen? Nein. Okay. Kakao, können wir den essen? Nö. Was macht der? Fruit of the Cacao Tree. Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Danke. Gut. Schlafsack. Auf jeden Fall mal wichtig. Ich glaube, dafür brauchen wir dann auch das Steinmesser. Damit wir halt auch häuten können. Und ich denke, Bögen wären echt eine coole Idee. Aber was gibt's denn vielleicht hier noch? Also Fenster brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte gerne das. Gibt's denn noch irgendwas anderes? Weil das hier bringt nichts ohne das. Das heißt, das können wir auch beim nächsten Mal kaufen. Bin ja echt fast gewählt, das oder das zu nehmen. Also was hätte denn jetzt den größten Nutzen? Der Holzbogen wäre gut, aber ohne Pfeile nutzlos. Die Fackel, ja, ist schön, um nachts zu sehen, ist aber gerade nicht so schlimm. Hm. Ich weiß es nicht. Wäre das wichtig? Vielleicht. Lass uns die holen. Und lass uns hierbei bauen. Erstmal vielleicht noch Kosten reduzieren. Lager... Einsatzgegenstände verfügen über größere Inventare. Das ist doch schon mal gut. Ja, pass auf, das nehmen wir jetzt. Und jetzt stellen wir auch direkt mal eine Kiste her. Und hierfür brauchen wir Fell und Leder. Also ich schätze, wir müssen auf jeden Fall jagen gehen. Aber genau wie in Ark werden wir das dann wahrscheinlich erstmal mit Speer machen müssen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das können wir ja machen. Also dieses Spiel macht vieles richtig, aber meiner Meinung nach auch ganz vieles falsch. Kann ich das irgendwie... Steuerung? Shift? Doppelklick? Shift? Steuerung? Aha. Also ihr müsst Steuerung gedrückt halten. Und dann könnt ihr die Dinge quasi eben schnell nachüberhauen. Oh. Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Bevor wir jetzt hier irgendwie irgendwas ausmachen, möchte ich wissen, ob das in irgendeiner Weise... Grillkarotte. Bangarang. Lecker Grillkarotten. Okay. So, wir können jetzt weiter einräumen. Und ich schlage mal vor, gibt es kein... Es gibt kein Sortieren-Button, oder? Na. Gut. Ah, wisst ihr was? Wir können das vielleicht so machen. Wir räumen alle rüber. Und dann sind sie sortiert. Haha. So, können wir vielleicht irgendwas machen, um uns ein bisschen Gewicht abzunehmen? Genau, wir stellen mal das her. Und sonst Steine? Ne, Steine geht noch nicht. Aber das Steinmesser geht. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt können wir den hier... Boah, wir sind massiv überladen. Ist aber nicht schlimm. Da hinten ist... Ne, das ist ein Hirsch. Ist doch kein Wolf. Ich sehe überall Verwandtschaft. Grausamst. Grausamst. Wer will denn überall seine Verwandtschaft sehen? Jetzt mal ernsthaft, wer will überall seine Verwandtschaft sehen? Niemand. Niemand will seine Verwandtschaft übersehen. Da ist ein Fisch. Der ist riesig. Zack. Hey, bleib stehen. Na gut. Das zählt übrigens nicht als Hunting. Na, fliegen wir wieder? Na, diesmal nur leicht. Also wenn ihr mit Shift da drauf zurennt. Da ist ein Wolf. Da. Glaube ich. Vielleicht ist es auch keiner. Na gut. Das wäre erledigt. Doch, das ist ein Wolf. Die sind ja auch nicht extrem groß, aber sie sind halt da. Und dafür musste ich auf jeden Fall aufpassen. Ich finde es cool, dass da unsere Kapsel ist. Ich weiß nicht, ob das einen Nutzen für uns hat, aber... Sie ist auf jeden Fall da. Also, stopp, 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 stopp! Wir könnten eigentlich mal das Holz nehmen, was wir haben, ne? Statt... Warte mal, können wir Holzkohle nehmen? Nö, können wir nicht. Gut. Grillkarotten. Wir bräuchten mal sowas wie eine Art Freezer. So, ist ein Eis.
So ist nice. Aber bringt das uns eigentlich Erfahrung, wenn hier was kocht? Warte mal, wenn der jetzt durch ist. Das möchte ich noch eben wissen und dann können wir gerne ausmachen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Bringt das XP? Nö, überhaupt nicht. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, verpasst keine weiteren Folgen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal zu Ikarus. Wenn ihr Tipps habt, natürlich ab in die Kommentare. Lasst mal über das Spiel sprechen. Ich würde mich freuen. Vor allem würde ich mich richtig, richtig freuen, wenn es euch wirklich gefallen hat und ihr einfach mehr sehen möchtet. Unterstützt den Kanal, werdet Mitglied, denn vieles meiner Freizeit mache ich einfach nur, um euch zu unterhalten. Und wenn ihr mir ein bisschen was zurückgeben möchtet, dann tut dies. Wie gesagt, werdet Mitglied und lasst uns doch mal gemeinsam eine richtig, richtig, richtig coole Zeit hier haben. Mich würde es freuen, euch gewiss auch. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Ikarus. Bis dahin. Valladolid, euer Wolf.